für seine Mannschaft in die Richtung des BFC geht. Da werden nochmal alle Fans hier begrüßt im Rund. Und dann kann es auch gleich losgehen. Henry Müller, er wird assistiert von Daniel Köppen und Marcel Riemer. Beide Mannschaften mussten auch personell ein bisschen durchwechseln, beziehungsweise haben das gemacht. Beim BFC haben wir gesehen, ein 4-3-3-System. Härtner, Rehr, Wiegel, Brandt und Pollasch sind im Vergleich zum 1:1 gegen Fürstenwalde neu in der Startformation. Görz, Stutter, Steinborn und Meier sind nicht mehr in der Anfangsformation. Siebeck fehlt dazu, gesperrt. Und beim BRK, die im 3-5-2 agieren, da gab es natürlich auch ein paar personelle Änderungen. Meier, Fontaine und Farjad Azad, genauso wie Ben Hatira, neu in der Mannschaft drin. Lisnic, Tesel, Karko sind draußen. Und Nader Jindawi fehlt aufgrund der fünften gelben Karte, die er sich gegen Luckenwalde abgeholt hat heute bei diesem Spiel. Erster gegen Siebter. Die Partie ist freigegeben. Der Berliner AK in den weißen Trikots und weißen Hosen in Durchgang 1 von links nach rechts. Beim BFC natürlich, wie man das kennt, Weinrot-Weiß. Härtner, vor kurzem 31 Jahre alt geworden, am 2. März kam in der Winterpause von Türkgücü München und ist seitdem auch nicht mehr wegzudenken. Die Nummer 33 beim BFC auf der linken Verteidigerseite. Spannend wird auch zu sehen sein in dieser Anfangsphase, wie viel der Tabellenführer der BFC Dynamo investieren wird in diese Partie. Benjamin Duda hatte vor dem Spiel erklärt, dass man erstmal ein bisschen abwarten möchte. Natürlich ist erstmal die Devise, kompakt zu stehen, um dann nach vorne die so berühmt-berüchtigten Nadelstiche setzen zu können. Brandt lässt sich da in dieser Anfangsphase zwischen die beiden Innenverteidiger fallen. Das heißt, er wird so als eine Art Libero für den Spielaufbau zuständig sein. Der Kapitän Fontaine und Azad wird da das erste Mal gelegt. Es gibt den Freistoß für den Berliner AK. Gut 6-7 Meter in der Hälfte des BFC. Und da haben wir ihn, Christian, Ben Benek. Unstrittig das Foul von Blum. Ben Hatira, einer der prominentesten Namen, der in der Winterpause in die Regionalliga Nordost gekommen ist. Jasula. Es gibt Freistoß für den BFC. Michael Blum. Zwei Treffer, vier Vorlagen in dieser Saison gegeben. Pollasch, Brandt. Ja, und auch gut zu sehen in dieser Anfangsphase, dass
Brandt sich immer wieder, der eigentlich nominell der Sechser ist, sich im Spielaufbau zwischen Blum und Rea fallen lässt und Wiegel, der eigentlich über die rechte Seite kommt, beziehungsweise als rechter Verteidiger gelistet ist, seine Position etwas offensiver interpretiert. Jetzt steht er da mal in Reihe und Formation. Andreas Wiegel, der ehemalige Erfurter, ein Tor in der Europa League mal erzielt bei seinem Debüt damals am 14. Dezember 2011 gegen Maccabi Haifa für Schalke 04. Lemmel, Fontaine. Schulz versucht da sofort, den Kapitän des BRK unter Druck zu setzen. Und da haben wir Benjamin Duda. Ist in der Winterpause, in, kann man sagen, einer Nacht- und Nebelaktion zu den Berlinern gewechselt aus Halberstadt, nachdem André Meyer das Angebot vom Halleschen FC angenommen hatte und in Liga 3 ging. Konnte mit dem BRK nicht an die tolle Hinrunde anknüpfen, die André Meyer damals noch mit dem BRK gespielt hat. Man ist so ein wenig in der Findungsphase. Und da muss man dann natürlich auch schauen, wie das in der kommenden Saison werden würde. Ob es dann eine Entwicklung dieses Teams gibt. Die waren zuletzt auch wieder punktetechnisch ganz gut drauf. Auch spielerisch hatten sie immer wieder gute Ansätze, gute Partien. Aber oftmals auch vor dem Tor gescheitert, der BRK. Ben Meyer bleibt da hängen. Und zuletzt dann vergangene Woche der Dämpfer gegen Luckenwalde. Meyer. Brandt ist da dran an Farjad Azad. Lemmel. Auf Pascal Kühn, der sich in dieser Saison den ein oder anderen Schnitzer erlaubt hat. Nicht ganz unumstritten als Nummer 1 da hinten im Tor, der 25-Jährige. Zumindest bei den Fans. Die hätten da gerne auch mal einen kleinen Wechsel oder einen kleinen Mix gerne. Maxim Hertel unter anderem ist da immer wieder so eine Forderung aus dem Fanlager. Aber Duda vertraut dem Mann, der heute sein 120. Spiel in der Regionalliga Nordost bestreitet. Der BFC baut kurz auf. Härtner, Blum, Rea, ja, jetzt ist auch zu sehen, lässt sich Brandt nicht mehr zwischen die beiden Innenverteidiger fallen. Da hat man in der Anfangsphase wohl gemerkt, das trägt keine Früchte im Spielaufbau. Ben Hatira verfolgt da Schulz. Und Härtner kann das Kopfballduell dann nicht für sich entscheiden gegen Joel Richter. So, jetzt haben sie viel Grün vor sich. Zane Nulau, das müsste Gelb geben. Taktisches Foul von Andreas Wiegel. Und so sieht es und so ist es dann natürlich auch. Richtige Entscheidung von Henry Müller. Da hat sich der 30-jährige Andreas Wiegel nicht mehr anders zu helfen gewusst als mit diesem Foul. Torentfernung rund 35 Meter. Enes Ben Hatira steht dort.
Der 33-jährige Drei-Mann-Mauer von Stagila. Sie versuchen spielerisch Jasula. Und jetzt könnte der Konter laufen. Klump. Wird zu Fall gebracht von Ben Hatira. Und auch das bewertet der Referee mit einer gelben Karte. Ja, sieht man hier auch. Vollkommen richtige Entscheidung. Klump hat den Geschwindigkeitsvorteil. Und Ben Hatira, fünfter Startelf-Einsatz vom Mann, der zur Winterpause kam. Knapp 10 Minuten jetzt auch durch. Es lässt sich festhalten in dieser Anfangsphase. Christian Benbenek. Unvergessen natürlich seine Interviewaussage vergangene Woche. Er gibt keine mehr. Bislang hat er auch Wort gehalten, hat sich vor dem Spiel nicht vors Mikrofon gestellt. Aber auch bei ihm merkt man natürlich an, die Anspannung ist groß. Man will es jetzt auch endlich über die Ziellinie bringen. Zumindest die Meisterschaft, weil aufgestiegen sind sie noch nicht. Auch da hatte er sich diese Woche aufgeregt. Hat beklagt, dass seine Mannschaft eine Woche spielfrei hat, im Gegensatz zum Meister aus der Nordstaffel. Jetzt nehmen wir aber erstmal diese Szene hier mit. Fontaine, Ben Hatira in die Mitte, aber Stagila. Das ist kein Problem für 2,04 Meter. Klump. Oh. War ein guter Gedanke von Max-Peter Klump. Wenn Jasula da nicht den Fuß dran bekommt, dann läuft Bolicki alleine auf Kühn zu. Rand. Rea. Andreas Wiegel. Härtner, jetzt hat er mal Platz. Kann gehen. Bolicki. Auch Zeit anzunehmen und sich zu drehen. Und Beck. Erste kleine Showeinlage von Christian Beck. Wiegel versucht es dann mit Tempo, aber da sind sofort 3, 4 Weiße. Und es bewahrheitet sich das, was Benjamin Duda vor dem Anpfiff auch gesagt hat. Kompakt stehen erstmal, keine Fehler machen. Und man sieht auch gut in der taktischen Grundordnung, dass wenn der BHK den Ball hat, dann ist diese nominell auf dem Papier die Dreierkette in der Abwehr auch eine Dreierkette. Aber sobald der BFC im Angriff ist, lassen sich Meier und Richter dann, je nachdem wie stark dann auch der Druck ist, in diese Kette hinten hineinfallen. Und dann wird bei Verteidigung aus Dreierkette eine Fünferkette. Bollasch gewinnt das Kopfballduell gegen Yajima. Und dann ist es der erste Abschluss nach 13 Minuten, den wir uns notieren können. Ein Schüsschen von Christian Beck. Noch nichts, was den Puls bei Kühn wirklich in die Höhe schnellen lässt. Aber sie melden sich jetzt mal an. Zeynulau, Farjad Azad. Da ist aber keiner direkt in den Fuß von Polasch. Schulz.
Yajima ist da sofort dran. Mit dem Berliner AK verbindet der BFC zumindest in der jüngeren Vergangenheit sehr positive Ereignisse. Im Hinspiel konnte man sich im Poststadion mit 3:1 durchsetzen. Da war man nicht unbedingt die spielerisch bessere Mannschaft, aber man war effektiv, brutal effektiv vor dem Tor gewesen und feierte dadurch die Herbstmeisterschaft. Klump legt nochmal ab, der Pass ist dann aber nicht gut. Und da kann Baccia, so wird er ausgesprochen, dazwischen spritzen. Aber der BFC griffig, holt sich sofort den Ball wieder, Gegenpressing funktioniert, Bolicki. Da kommt Beck nicht dran. Nächster Versuch. Der BFC übernimmt jetzt in dieser Phase nach einer Viertelstunde nicht nur spielerisch die Kontrolle, sondern sie werden auch in den Zweikämpfen aggressiver. Die Anfangsnervosität natürlich abschütteln. Das Ergebnis aus Jena werden sie natürlich mitbekommen haben. Yajima. Baccia. Mitten ins Nichts. Da ist nur Stagila. Der viermal der Schlussmann des BFC in der Europa League gespielt hat für Sheriff Tiraspol. Die sollten dem geneigten Zuschauer auch ein Begriff sein. Schulz, schöne Bewegung. Beck. Das ist eine gute Schussposition. Christian Beck, kühn, unsicher. Brand, Zähne noch heiß. Brand, Beck, 1:0. 22. Saisontor für Christian Beck. Stand 15:49 Uhr. Der BFC Dynamo Meister der Regionalliga Nordost. Und da sieht man es nochmal. Der Schuss von Beck, ja, er hoppelt ein wenig. Dann muss man auch über den Einsatz von Brandt sprechen. Müller sagt, er lässt das weiterlaufen. Dem BFC wird das natürlich herzlich egal sein. Kühn liegt da immer noch in seinem Strafraum, muss da am Kopf behandelt werden. Können wir die noch mal haben? Können wir die Szene noch mal haben? Brandt springt dann natürlich auch stark rein, nachdem Kühn diesen Ball nicht halten konnte. Hier sehen wir es nochmal. Aber er hat die Kugel nicht sicher. Und dass diese Szene dann auch nicht abgepfiffen wird, Müller wird es auch so interpretiert haben, der Unparteiische, dadurch, dass er sich danach sofort wieder aufrafft, als ob nichts gewesen wäre und sich dann natürlich nochmal den Kopf hält. Natürlich wird das wehgetan haben, gar keine Frage. Hat das aber der Unparteiische im ersten Moment dann nicht so wahrgenommen, dass es ein Einsteigen war, was man hätte ahnden können. Der Treffer zählt.
Video Assistant Referee gibt es in der Regionalliga Nordost nicht. Partie jetzt seit gut 2 Minuten unterbrochen. Ah. Das kann man laufen lassen. Die haben beide nur den Ball im Blick. Und Kühn ist da immer noch außer sich, sagt, ich bin getroffen worden von Brandt. Das musst du abpfeifen. Und Müller erklärt ihm da nochmal, warum er die Szene hat weiterlaufen lassen. Die Entscheidung steht 1:0. Christian Beck beendet damit auch eine Durststrecke. Die vergangenen 4 Ligaspiele nicht getroffen. Zuletzt erfolgreich gewesen am 5. April gegen Rathenow getroffen. Und jetzt stößt er die Tür zur Meisterschaft ganz weit auf. Christian Benbenek, um das nochmal zu vervollständigen. Er hatte in dieser Woche sich beklagt, dass der Relegationsauftakt eher dem Meister der Nordstaffel mehr in die Karten spielt. Denn der BFC hätte eine Woche frei, die Saison in der Regionalliga Nordost endet nächste Woche am 15. Und dann haben sie eine Woche spielfrei, unter anderem auch deswegen, weil sie das Finale im Landespokal Berlin nicht erreicht haben. Und in der Nordstaffel wird noch gespielt und dann eine Woche später am 28. ist dann der Relegationsauftakt. Christian Benbenek hatte auch diese Terminierung so ein Stück weit als Wettbewerbsverzerrung interpretiert bzw. davon gesprochen. Der NOFV hat gesagt, dass dieses Dilemma, in dem der BFC sich befindet, auch so ein bisschen selbst verschuldet ist, da sie ja auch im Landespokalfinale hätten stehen können und somit keine Woche spielfrei gehabt hätten. So auch die Aussage vom NOFV. Spielleiter Wilfried Riemer. Jasula, zweimal für die Nationalmannschaft Albaniens gespielt. Richter wird dann zum Rückpass gezwungen. Benatira. Massig Erfahrung in der Bundesliga, 15 Tore in 101 Bundesligaspielen. Dazu kommen noch 12 A-Länderspiele für Tunesien. Zeynulaou, schöner Pass, Richter, gute Möglichkeit, Richter! Und Stasila, 23. Minute, Monsterparade von Dimitri Stajila. Toller Steckpass in dieser Situation von Erol Zeynulaou. Ecke für den BRK. Kriegen sie nicht geklärt, Baca. Szene ist noch heiß. Jasula.
Fontaine. Fontaine, Schussmöglichkeit, Fontaine! Und der BRK, er schlägt zurück. 24. Minute. Philipp Fontaine macht das 1:1. Damit wäre noch nichts passiert. Der BFC immer noch Meister. Denn dadurch schmilzt der Abstand zum FC Carl Zeiss Jena wieder von 6 Punkten auf 4. Das ist dann zu passiv verteidigt in dieser Situation von Michael Blum. Fontaine kann den Ball, hier sehen wir es nochmal, in aller Ruhe annehmen. Dann gibt es den kleinen Wackler, den Tänzler. Und Stagila hat dann keine Möglichkeit. Der Abschluss zu gut von Philipp Fontaine. 5. Saisontor vom Kapitän. Ein Tor, was sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich angedeutet hat. Da hatten sie jetzt wirklich mal eine gute Sequenz. Erst die Chance von Richter nach dem tollen Pass von Zainulao. Riegel fällt, möchte einen Elfmeter. Müller sagt nein. Schauen wir uns sicher gleich nochmal an. Aber erstmal hat der BRK die Möglichkeit zu kontern. Richter bekommt er noch. Fontaine, der Torschütze zum 1:1. Gegen Pollasch nochmal der Seitenwechsel. Benhatira, oh, was machen Sie da? Was machen Sie da? Der BFC fängt sich innerhalb von 2 Minuten 2 Tore. Und das war jetzt eins aus der Kategorie Slapstick. Und da müssen wir jetzt auch gleich nochmal drauf schauen, wer den Ball jetzt letztendlich hinter die Linie gedrückt hat. So, Benhatira, Brandt viel zu passiv, auch in dieser Situation. Und dann ist es Härtner. Dann werden sie sich da hinten nicht einig. So, hier, schauen wir nochmal. Ja, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Und Härtner mit der Brust ins eigene Tor. Ah, das ging alles so gut los für den BFC. 16. Minute, 1:0 durch Christian Beck. Und dann fangen sie sich hier 2 Gegentreffer. 24. Fontaine, 26. Härtner mit dem Eigentor. Und sie haben sich das selber zuzuschreiben, denn das war viel zu passiv verteidigt. Nächste Möglichkeit. Farjad Azad. Also der BFC wackelt in dieser Phase ganz gewaltig. Haben überhaupt keinen Zugriff aktuell. Ging los mit der Chance von Richter in Spielminute 23. Benhatira, der BRK spielt aktuell in diesem Moment. Aus dem Hintergrund nochmal die Möglichkeit. Der Schuss von Ben Meyer, aber der bringt nichts ein. Trotzdem bleibt der BRK im Ballbesitz. Jasula, Brandt sehr aggressiv. Jetzt hat er die Möglichkeit, steckt durch. Boleki, nein, nein. Das hat man von hier oben sehr gut gesehen. Ja, es gab den Griff an die Schulter. Aber Boleki ist auch kein Zahnstocher. Der ist gut gebaut, der wollte hier. Ja, Richter lässt auch im richtigen Moment los. Er hat den Griff, aber er lässt im richtigen Moment auch los. Gutes Fingerspitzengefühl von Henry Müller in dieser Situation. Das ist zu wenig.
Also ganz schön was los hier in dieser Anfangsphase. Und der BRK aus dieser soliden Grundordnung wird immer frecher. Die sind hier nicht gewillt, nur anzustoßen nach dem Spiel. Die wollen den Party Crasher spielen. Denn Stand jetzt der BFC rechnerisch kein Meister. Das ist wirklich unglaublich. Da pennen sie zu dritt. Beziehungsweise Härtner ist dann auch der Leidtragende, weil er das ausbaden muss, was seine Kollegen vorher nicht hinbekommen, beziehungsweise sich nicht einig wurden. Blum bekommt den Ball sofort wieder von Stagila. Härtner. Auch der bringt massig Erfahrung mit. 95 Mal zweite Liga. 122 Einsätze in Liga 3. Wo er wieder hin möchte. Brandt. Lemmel einfach mal raus. Härtner steht goldrichtig. Schulz hat mal ein bisschen Platz. Beck. Golicki abseits. Geht jetzt auch mal ein bisschen offensiver im Zentrum. Polasch lässt sich jetzt vor die beiden Innenverteidiger fallen. Mal so eine kleine taktische Variation. Golicki verfolgt von Jasula. Andor Golicki. Zweitbester Torschütze des BFC mit 14 Treffern. War auch in dieser Saison zwischenzeitlich mal der Mann für die späten Tore. Härtner und Farjad Azad haben da beide mal eine kleine Textilprobe genommen. Von Trikot des jeweils anderen Spielers. Beck. Nutzt da aus, dass sich Badja verschätzt. Aber sein Abschluss. Keine große Gefahr für den Kasten von Kühn. Brandt, Schulz, Flanke ist gut, Jasula. Und Richter klärt dann zur Ecke. Benjamin Duda kann zufrieden sein mit dem Auftritt, seine Mannschaft äußerst effizient. Spielerisch mit guten Anlagen nach vorne. Wenn es nach vorne geht, dann wird es auch zumeist sehr gefährlich. Schulz legt sich den Ball zurecht. Auf den ersten Pfosten. Klump nochmal. Wird aber geblockt. Ball bleibt
bei den Weinrot-Weißen. Und dann holt Richter in diesem Zweikampf den Einwurf heraus. Christian Benbenek kann ihm nicht gefallen, was seine Mannschaft nach dem Führungstreffer gemacht hat. Das war dann zu statisch. Sie müssen wieder mehr investieren und sie versuchen es. Bolicki. Auch die taktische Flexibilität und Variabilität, die fehlt mir im Moment im Spiel des BFC. Sie stellen den BRK noch nicht vor allzu große Herausforderungen. Da muss mehr Bewegung kommen. Ecke. Azad geht da zu Boden, aber der Schiedsrichtergespann sagt, da war nichts. Ja, doch, haben sie dann doch als Foul interpretiert. Okay, da blieb der Pfiff aus, da gab es aber sofort dann das Zeichen. Ben Hatira und Andreas Wiegel liegt da, krümmt sich da vor Schmerzen. Auch er war in den vergangenen Spielen angeschlagen gewesen. Denn Benek hofft natürlich auch, dass es für 90 Minuten reicht. Zu 100% fit wird er nicht sein. Der Mann, der von Waasland Beveren kam im Oktober. Oder zuletzt, so ist es richtig formuliert, bei Waasland Beveren in der ersten belgischen Liga gespielt hat. Dann keinen Vertrag mehr dort gehabt, auf Vereinssuche gewesen und deshalb konnte der Tabellenführer der Regionalliga Nordost dann auch zuschlagen, noch im Oktober. Erstes Spiel dann sofort von Beginn an gegen Carl Zeiss Jena gemacht. Batscha. Jasula. 36 Jahre mittlerweile alt. Aber in dieser Liga trotzdem noch verdammt wertvoll. Ben Hatira. Können wir hier auch mal auf die Pressinglinie schauen vom BFC. Sie versuchen dann schon punktuell mal drauf zu gehen, aber sie machen es nicht im Mannschaftsverbund. Und deswegen verpufft das dann auch oftmals, denn Pressing funktioniert in 99% der Fälle nur, wenn das komplette Team mitmacht. Fontaine, Pollas verspekuliert sich da. Fontaine kann da einfach durchgehen. Es müsste dann abseits sein, so ist es. Beim Schuss von Ben Meyer. Aber auch hier, das ist zu passiv vom BFC. Wir verteidigen das nicht gut. Und Andreas Wiegel hat dann noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Das scheint jetzt aber geklärt zu sein. Dann geht es auch gleich wieder los mit Abschlag. Oder ab. Stagila. Klump. Härtner. Fontaine ist sofort dran. Und die Fans des BFC sind noch relativ entspannt.
Sie wissen natürlich auch, komfortable Situation, dass man das wahrscheinlich auch machen wird. Denn dieser ganz große Faktor ist eben das Torverhältnis, das für den BFC spricht. Sind jetzt wieder durch diesen Treffer von Beck zusammen mit Energie Cottbus die beste Offensive der Liga mit 80 Treffern. Haben zudem die meisten Siege eingefahren, 24 Stück bislang. Nur 5 Pleiten kassiert. Aber, und das ist eben auch so ein ganz entscheidender Faktor, du willst natürlich, auch wenn du Meister wirst und in diese Relegation gehst, weil dein Torverhältnis einfach so deutlich besser ist und Jena jetzt natürlich auch die Spieltage ausgehen, du willst nicht mit einem negativen Gefühl da reingehen. Denn wenn du weißt, du hast aus den letzten 3 Spielen keinen Sieg mehr geholt, dann nagt das natürlich dann auch an deinem Selbstvertrauen, an deinem Selbstverständnis. Denn es könnte tatsächlich so sein. Unentschieden Fürstenwalde, Niederlage BHK und dann Niederlage nochmal zum Saisonabschluss. Beck! Eieieiei. Das war mal wieder eine gute Aktion, 40. Minute. Von Christian Beck und da haben sie das auch so gespielt, wie sich das Christian Benbenek vorstellt. Über die Außen und dann mit Flanken Christian Beck füttern. Klump. Und dann trifft er den nicht richtig mit seinem starken linken Fuß. Auch Glück in dieser Situation für den BHK. Halbzeit vorbei ist. Erzählst du noch ein bisschen? Erzählst du noch? Und dann sagst du... Und dann ans Handy gehen, dann sagen wir... Die Frage wird sich dann auch stellen, ob Christian Benbenek personell ein paar Wechsel vornehmen wird. Wie gesagt, Siebeck fehlt, der ist gesperrt. Auf der Bank hätte er unter anderem noch Joey Breitfeld, Steinborn, Theodor Bergmann. Also auch alles technisch versierte Fußballer. Interessant könnte natürlich die Kraftfrage sein, denn vielleicht haben Sie das nicht so ganz mitbekommen. Der BFC konnte unter der Woche nicht wirklich richtig trainieren. Viele Spieler lagen für ein paar Tage flach. So war es auch mal so gewesen, dass Benbenek unter der Woche 10 Feldspieler und einen Torwart hatte. Der Rest war krankheitsbedingt nicht anwesend. Das heißt, je länger dieses Spiel natürlich auch dauert, je länger sie einem Rückstand hinterherlaufen müssen, umso mehr kann das dann auch dem BHK in die Karten spielen. Die sind natürlich auch etwas geschwächt. Klar, ihr Topscorer Nader Jindawi fehlt und da haben wir schon angesprochen. Und es gibt den ersten Wechsel in der 43. Minute. Andreas Wiegel, da reicht es dann doch nicht mehr. Nicht fit in dieses Spiel gegangen und dann reicht es leider aus seiner Sicht nicht für eine Halbzeit. Wird ersetzt von Joey Breitfeld. Erster Wechsel schon in Halbzeit 1. Da geht jeweils ein Spieler von beiden Mannschaften zu Boden. Einmal Blum und Azad. Da ist Breitfeld auch sofort mal in der Diskussion. Und Benbenek zeigt es an, ruhig bleiben. Nicht hektisch werden. Es hilft natürlich auch nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch entspannt zu sein.
dass du zurücklegst, weil du willst es jetzt natürlich auch machen, weil so oft du diese Frage auch gestellt bekommst. Und du nimmst das wahr, egal ob du das nah an dich ranlässt oder nicht, es speichert sich dann einfach im Unterbewusstsein ab, wenn du es immer wieder wahrnimmst, dieses Thema Meisterschaft. Man hatte sich da auch schon sehr sicher gefühlt vor dem Fürstenwalde-Spiel vergangene Woche. Hatte in der Trainingswoche auf dieses Spiel nicht wirklich ernsthaft trainiert. Man hatte sich dann auch schon überlegt, für das kommende Heimspiel, welche Tore zum Beispiel kann man dann öffnen, damit die Fans auf den Platz gehen können für dieses Spiel. Das sind alles so Sachen, die helfen nicht. Erst muss die sportliche Arbeit gemacht werden. Und man merkt beim BFC, sie sind gereizt. Immer wieder, wenn da ein Spieler des Berliner AKs zu Boden geht, sind sie sofort da. Man darf jetzt auch gespannt sein, wie sich das beim BFC taktisch verhält nach der Auswechslung von Wiegel. Breitfeld ist keiner, der den rechten Verteidiger gibt. Vielleicht stellt Ben Benek dann auch in der Pause nochmal geordnet um auf Dreierkette. Nächste Situation für den BRK gepfiffen. Da werden sie jetzt auch ein wenig unruhig. Farjad Azad. Lemmel. Lemmel, da gehen sie wieder nicht konsequent hin. Lemmel! Dann wird der Ball in die eigenen Reihen gebracht. Buliki kommt nicht ran, Klump. Ja, war da vielleicht eine Hand im Spiel? Schwierig zu sehen in diesem kleinen Pulk da gerade. Polasch. Energisch vorbei am Richter. Aber sie lösen es im Verbund. Macht gut mit. Dann auch den Weg zurück, Joel Richter. Benjamin Duda hat seine Mannschaft gut eingestellt. Duda, der durch dieses Amt hier seinen Job als Sportlehrer an der Burgschule nicht mehr ausüben kann. In 15 Ligaspielen für den BRK, die er gecoacht hat, 5 Siege, 4 Remis, 6 Niederlagen. Also unter der Kategorie ausbaufähig. Aber hier macht seine Mannschaft das bislang sehr gut. Und diese Führung, das muss man auch so sagen, die ist verdient. Klar, der BFC hatte nochmal große Möglichkeiten, unter anderem in der 40. von Christian Beck. Aber gerade in der Defensivarbeit ist das nicht gut vom Tabellenführer. Teilweise wirklich sehr fahrig, sehr unkonzentriert auch verteidigt. Da müssen die Sinne allesamt noch mal geschärft werden. Im Spielaufbau auch wenig Bewegung. Das macht es sehr einfach für den BRK, die Mannschaft aus dem Berliner Ortsteil Moabit im Bezirk Mitte, das zu verteidigen. Blum. Vielleicht kriegen sie noch mal eine Möglichkeit vor
dem Halbzeitpfiff. Dafür muss es jetzt aber schnell gehen. Klump. Pollasch kann den Ball noch mal treiben. Entscheidet sich aber für den Querpass. Rechts außen Breitfeld. Noch mal in die Mitte. Aber da ist nur Joel Richter, den er da findet. Fontaine. Und jetzt kann es noch mal in die andere Richtung abgehen. Richter. Oh, Ben Hatira. Fahne ist oben. Aber auch da machen sie keine gute Figur in Person vom 28-jährigen Chris Rea. Und das war es dann auch. Christian Benbenek hat sich ein wenig zu notieren auf seinem Zettel. Der Berliner AK führt nach 45 Minuten hier im Sportforum Berlin mit 2:1 gegen den Tabellenführer, nachdem Christian Beck in Minute 16 die Weinrot-Weißen in Führung gebracht hatte. Da sah alles so aus, als ob die Meisterparty jetzt in vollem Gange ist. Aber Pustekuchen, sie haben zurückgeschlagen mit der zweiten guten Aktion, nachdem Richter die erste richtig fette Möglichkeit hatte. Eine Minute später Fontaine, der nicht angegriffen wurde. Und dann gab es noch das Eigentor. 2 Minuten später, 26. von Härtner, wo sie allesamt in der Verteidigung keine gute Figur gemacht haben. Also, der BFC hat noch ein wenig Arbeit vor sich. Das ist auch für dieses Spiel, für die Spannung hervorragend, dass sie tatsächlich noch ein bisschen arbeiten müssen, um endlich zum Erfolg dann zu kommen, um endlich diese Meisterschaft dann einzutüten. Also, der Berliner AK führt mit 2:1 hier in diesem Berlin-Derby, in diesem Stadtderby. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann ist Toni Mielke in der Halbzeitpause für Sie da. Halbzeit des Topspiels der Regionalliga Nordost BFC Dynamo gegen den Berliner AK wurde Ihnen präsentiert von der Hofbauer Stiftung. Evangelische Bildung für eine wertvolle Zukunft. Wir verbinden euch komplett. Mit Telefon, HDTV und Internet in Turbospeed. Mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Jetzt 6 Monate gratis. Infos auf pure.com. Sie hätten gern mehr Gestaltungsfreiräume für neue pädagogische Ideen? Sie wünschen sich eine achtsame, herzliche und offene Atmosphäre mit christlichen Werten? Sie möchten Ihr pädagogisches Wissen und Können entfalten? Sie wollen besondere, ganz eigene Ideen in Ihre Arbeit mit Kindern einbringen? Dann kommen Sie zu Hofbauer. Für unsere evangelischen Kindertagesstätten suchen wir pädagogische Fachkräfte. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
des Blues. Erleben Sie am 10. Juni die Hamburg Blues Band. Mit der charismatischen Stimme von Chris Farlow. Und dem Virtuosen Chrissy Matthews an der Gitarre. Erleben Sie intensiven, clever arrangierten und umwerfenden Roots Blues. Ein musikalisches Feuerwerk mit echten Typen und Originals. Die Hamburg Blues Band mit Chris Farlow und Chrissy Matthews. Am 10. Juni ab 20 Uhr in der Livestation Pirschheide in Potsdam. Tickets gibt's unter www.pirschheide.com. Zurück im Sportforum Hohenschönhausen. Willkommen zurück hier beim Spiel am 36. Spieltag in der Regionalliga Nordost, der BFC Dynamo gegen den Berliner AK. Ja, das ist ein bisschen ruhiger hier geworden im weiten Rund, weil der BFC 1-2 zurückliegt zur Pause nach einer 1-0-Führung. Ja, die Meisterschaft ist aktuell wieder nicht gesichert. Ob man das jetzt Meisterflattern nennen kann, weiß ich nicht, aber es könnte sein, dass es wieder vertagt wird. Das werden dann gleich die zweiten 45 Minuten zeigen. Der BAK ist bisher der Partycrasher, so wie Christian Rüdiger das schon angesprochen hat. Werden wir mal sehen, was dann hier also gleich auf dem Grün hinter uns passiert. Da ja, werden aktuell muntere Spielchen auch noch mit den Zuschauern veranstaltet, kleine Tombola. Wir können auch noch mal auf den Nachbarplatz gucken, beziehungsweise nach Leipzig gucken. Da steigt heute das große Derby zwischen Chemie und Lok. Und ich kann euch so viel sagen, Jamal Ciane, Loks Stürmer, hat nach langer Durststrecke mal wieder getroffen, allerdings ins falsche Tor. 1-0 führt Chemie durch ein Eigentor von Loks Topstürmer Jamal Ciane, also die Leutscher gerade oben auf im Spiel. Kassel Jena hat ja gewonnen gegen Tennis Borussia und hat dafür gesorgt, dass der BFC nicht schon vor diesem Spiel hier Meister ist. Dafür hätten sie ja da Punkte liegen lassen müssen. Wir können mal gucken auf das Geschehen hier in der ersten Halbzeit. Da hätten wir als erstes natürlich diese Führung vom BFC Dynamo. Und da gab es natürlich diese Situation zwischen Kühn und dem Gegenspieler. War da ein Kontakt da, ja oder nein? Es war nur der Kontakt mit dem Ball. Kühn bekommt nur den Ball gegen den Kopf, kein Gegnerkontakt. Vielleicht wollte er da letztlich dann mehr rausholen. Auf jeden Fall alles regulär. Beck mit seinem 22. Saisontor. Eisele hat ja parallel auch getroffen bei Jena. Also die sind jetzt beide vorne weg. Jamal Ciane, wie gesagt, nur das Eigentor. Der ist mit 21 dahinter. Das war die Führung für den BFC. Durch Christian Beck, da waren sie hier alle sehr optimistisch. Und dann gab es den Doppelschlag vom Berliner AK. Zunächst einmal das 1-1 durch Kapitän Philipp Fontaine, satter Schuss mit dem schwächeren Linken. Stagila, der größte Keeper der Liga, hat sich gestreckt, aber selbst da kommt er nicht mehr ran, regt sich da auch noch auf, dass seine Vorderleute da nicht rechtzeitig raufschieben. Und so trifft dann eben Fontaine zum 1-1 in der 24. Minute und nur zwei Minuten später der BAK erneut zur Stelle gewesen, beziehungsweise war es hier auch einer vom BFC, nämlich Härtner, der den Ball in der Mitte dann über die Linie drückt. Benatira war es mit der Flanke, viel zu viel Platz da für den Topstar des BAK. Und dann ist es natürlich sehr, sehr unglücklich für Härtner, der zurück ist nach Gelbsperre. Und dafür sorgt, dass es jetzt eben 2-1 für den Berliner AK steht und der BFC einiges investieren muss. Auf jeden Fall noch ein Tor schießen muss, damit die Meisterschaft dann am Ende stehen würde. So sieht es oben aus. Wir können noch mal nach unten gucken. Da kann ich Ihnen sagen, da wird es morgen sehr, sehr interessant. Eilenburg, Fürstenwalde und Rathenow, die sind hintereinander. Da geht es natürlich um den Nichtabstieg.
Rathenow und Fürstenwalde im direkten Duell. Das wird ein richtiger Kracher morgen. Eilenburg hat die besten Karten mit 33 Punkten, Fürstenwalde dahinter mit 30, Rathenow mit 27, Eilenburg dann in Lichtenberg. Also das wird auch interessant, wie das vonstatten geht, wer dort absteigt. Da gab es ja dann wohl gestern für alle Vereine den Schockmoment, als der SV Verl, der SC Verl in Dortmund beim BVB 2 noch das Spiel gedreht hat, mit 2-1 gewonnen hat, denn dadurch ist in der dritten Liga Viktoria Berlin auf den Abstiegsplatz gerutscht und das würde bedeuten, dass einer mehr runter muss anstelle der drei, die aktuell ja safe runter müssen und da muss man gucken, was der Meister dann vielleicht der BFC in der Relegation macht. Also der gestrige Abend für die Vereine in der Regionalliga Nordost unten kein guter. Morgen müssen sie aber erstmal selbst liefern, um weiter aus dem Tabellenkeller zu kommen. Wir machen hier gleich weiter mit den zweiten 45 Minuten. Kurze Pause nochmal und dann übernimmt Christian Rüdiger wieder. Die Legenden des Blues. Erleben Sie am 10. Juni die Hamburg Blues Band. Mit der charismatischen Stimme von Chris Farlow und dem Virtuosen Chrissy Matthews an der Gitarre. Erleben Sie intensiven, clever arrangierten und umwerfenden Roots Blues. Ein musikalisches Feuerwerk mit echten Typen und Originals. Die Hamburg Blues Band mit Chris Farlow und Chrissy Matthews. Am 10. Juni ab 20 Uhr in der Livestation Pirschheide in Potsdam. Tickets gibt's unter www.pirschheide.com. Wir verbinden euch komplett. Mit Telefon, HDTV und Internet in Turbospeed. Mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Jetzt 6 Monate gratis. Infos auf pure.com. Sie hätten gern mehr Gestaltungsfreiräume für neue pädagogische Ideen? Sie wünschen sich eine achtsame, herzliche und offene Atmosphäre mit christlichen Werten? Sie möchten Ihr pädagogisches Wissen und Können entfalten? Sie wollen besondere, ganz eigene Ideen in Ihre Arbeit mit Kindern einbringen? Dann kommen Sie zu Hofbauer. Für unsere evangelischen Kindertagesstätten suchen wir pädagogische Fachkräfte. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Die zweite Halbzeit des Topspiels der Regionalliga Nordost BFC Dynamo gegen den Berliner AK wird Ihnen präsentiert von der Hofbauer Stiftung. Evangelische Bildung für eine wertvolle Zukunft.
Schönhausen in Berlin. Der BFC Dynamo kann den Sekt noch nicht kalt stellen. Sie liegen aktuell 1:2 zurück. Christian Beck hatte, falls Sie jetzt erst dazukommen, den Tabellenführer in Minute 16 in Führung gebracht mit seinem 22. Saisontor. Aber die Führung, sie hielt nicht lange. 24. Kapitän Philipp Fontaine vom BRK mit dem Ausgleich viel zu passiv verteidigt. Und dann 2 Minuten später Slapstick. Da sind sie sich hinten überhaupt nicht einig geworden. Und Härtner dann drückt die Kugel über die eigene Linie. Somit ist noch ein bisschen Arbeit zu erledigen. Benjamin Duda, seine Taktik 3-5-2, Dreierkette hinten, wenn man offensiv spielt. Bei Ballbesitz des BFC wird aus dieser Dreierkette eine Fünferkette. Er geht aktuell auf, guter Matchplan bislang von Duda, den er sich da ausgewählt hat. Und Christian Benbenek, der auch unter der Woche sehr dünnhäutig und sehr angespannt auch reagiert hat. Man merkt einfach, da ist sehr viel Druck auf dem Kessel. Und jetzt geht's rein in Durchgang 2. Der BFC jetzt von links nach rechts. Personell sieht es so aus, als ob das gleiche Personal den Rasen wieder betreten hat. Joey Breitfeld. Er kam noch vor der Halbzeit für Andreas Wiegel, der in den vergangenen Wochen schon angeschlagen war. Hatte dann im Laufe der Partie den ein oder anderen Schlag abbekommen. Und das hat dann in der Summe nicht mehr gereicht, fitnesstechnisch, um dann noch weitermachen zu können. Ja, und in der Halbzeit, da hätte ich jetzt gerne mal gelauscht, was Benbenek da seinen Jungs erzählt hat. Sicherlich wird das Abwehrverhalten ein Thema gewesen sein. Das war wirklich katastrophal, das muss man so sagen, vom BFC Dynamo. Viel zu passiv, haben es dem BRK da sehr einfach gemacht, auch nach vorne sich zu kombinieren. Pressing hat nicht wirklich funktioniert, punktuell mal versucht, aber nie im Verbund. Und auch die Laufbereitschaft ist aktuell ein großes Manko bei den Weinrot-Weißen. Gerade im Spielaufbau, wo es ja darum geht, den Ball zum schnellsten Mitspieler zu machen, haben sie aktuell große Probleme auch, den BRK vor irgendwelche Herausforderungen zu stellen, weil sie eben viel zu wenig sich ohne Ball bewegen. Und damit dann auch gar nicht in diese Position hineinkommen, irgendwelche Schwierigkeiten zu verursachen. Ben Hatira stand im Abseits. Nach diesem Steckpassversuch von Erol Zeynulao, der sich hier im Sportforum Berlin, das ist ja ein Riesenkomplex, das ist nicht einfach nur für die Leute, die noch nicht hier gewesen waren, nicht einfach nur ein Stadion. Zeynulao ging hier unter anderem auf die Sportschule, ehemals Union Berlin. Und falls der BFC dann natürlich auch aufsteigen sollte, die Relegation muss dann erstmal gespielt werden. Es sieht sehr stark danach aus, als wenn es der VfB Oldenburg wird. Da erstmal die gute Nachricht, die kam unter der Woche dann auch noch rein. Pollasch wird sich jetzt hier wahrscheinlich... da wird die Karte nicht gezückt. Das muss man auch erstmal kurz abwarten. Ja doch, da ist die gelbe Karte in der Hand. Das ist... dann auch die 10. für den Kapitän Andreas Pollasch. Damit wird er zum Saisonabschluss am 38. Spieltag dem Team von Christian Benbenek
nicht auf dem Feld zur Verfügung stehen. Und dieses Thema, was ich da noch kurz anschneiden wollte, ist, dass sollte sich ein Spieler, also hätte sich Pollasch jetzt diese 10. gelbe Karte am letzten Spieltag abgeholt, wäre er trotzdem für die Relegation spielberechtigt. Das hat man bekannt gegeben. Das heißt, Gelbsperren werden nicht, ich wiederhole nochmal, Gelbsperren werden nicht mit in die Relegationsspiele hineingenommen. Es sei denn, einer holt sich hier eine rote Karte ab, dann zählt die natürlich. Aber auch bei Gelb-Rot würde der BFC noch davonkommen, denn eine Gelb-Rot-Sperre würde dann laut den Statuten 10 Tage gültig sein. Und da man ja eine Woche frei hat aufgrund des Finaltags der Amateure und man deswegen auch frei hat, würden ein Spieler, der sich eine gelb-rote Karte am letzten Spieltag abholen würde beim BFC, trotzdem im ersten Relegationsspiel mit dabei sein dürfen. Das nimmt natürlich auch etwas Druck von den Spielern, dass sie wissen, sie können nicht so sonderlich zaghaft auch in die Zweikämpfe gehen. Sie können da ruhig mit ihrer gewohnten Zweikampf-Aggressivität und Mentalität hineingehen, weil Gelbsperren eben nicht sanktioniert werden. Man dürfte dann trotzdem in der Relegation dabei sein. Und diese Frage, die auch immer wieder aufgekommen ist, was passiert denn jetzt hier mit dem Sportforum, wo der BFC spielt? Das wurde, dieses Stadion wurde vom DFB als drittligatauglich eingestuft. Also sollte es tatsächlich klappen, müsste man wahrscheinlich nicht ausweichen. Der Jahn-Sportpark, der wird aktuell noch vereinnahmt von der Viktoria. Die kämpfen um den Verbleib in Liga 3. Also es sieht auch sehr gut aus, dass man hier bleiben dürfte, bleiben könnte. Man müsste noch ein paar minimale Veränderungen vornehmen. Unter anderem ein paar neue Presseplätze schaffen, einen abgetrennten Presseblock auch errichten. Er müsste noch her, das sehen so die Statuten des DFB vor. Aber ansonsten würde nichts im Wege stehen, dass der BFC in Liga 3 hier spielen könnte. Fontaine gut auf Benatira, kein Abseits. Aber Stagila. Pass von Jasula und auch da werden sie sich wieder nicht einig in Form von Blum und Stagila. Boliki bekommt da einen ab. Andor Boliki, der Ungar, neben seinen 14 Toren auch noch 4-mal aufgelegt. War unter anderem mal ein Jahr für den BHK aktiv, in der Jugend für Rot-Weiß Erfurt und den Halleschen FC gespielt, trifft in dieser Saison im Schnitt alle 150 Minuten Andor Boliki. 54. Minute, Freistoß Schulz. Boah, kriegt den Boliki noch, Kühn. Ist dann nicht so sicher, Pascal Kühn, in der Strafraumbeherrschung. Und wir haben uns die Szene auch noch mal angeschaut, auch noch mal in der verlangsamten hier oben, wo sich ja Kühn beschwert hat, als Beck zum 1:0 einnetzte, die Aktion vorher mit Brandt. Brandt war als erster am Ball und erst dann kommt diese Kollision zwischen den beiden. Deswegen, das hat das Schiedsrichtergespann um Referee Henry Müller wirklich mit Adleraugen erkannt. Sehr, sehr gute Entscheidung. Die einzig richtige Entscheidung war, da wirklich laufen zu lassen. Brandt war zuerst am Ball, auch wenn es wehgetan hat für Kühn.
aber das war alles regelkonform. Schnell ausgeführt. Denn Hatira versuchen sah, die Unordnung zu nutzen, dass der BFC da noch nicht so sonderlich sortiert war. Jasula, Zeynulao. Azad kommt dann nicht kontrolliert an den Ball, kann ihn mit dem ersten Kontakt nicht gut verwerten, war aber auch schwierig zu nehmen in dieser Situation. Jasula, in Tirana geboren, der Hauptstadt Albaniens. Richter wird geschickt. Aber da kommt Farjad Azad nicht ran. Hat in dieser Saison 4 Spiele gemacht. Einmal von Beginn an, das ist heute sein 2. Startelf-Einsatz. Da nicht wirklich überzeugt. Lemmel, auch hier mal kurze Textilprobe. Auch das hält alles nach 56 Minuten im Durchgang 2. Und der BFC bislang kommt dann noch nicht sonderlich viel im Durchgang 2. Sie tun sich schwer. Der BRK sehr geordnet, taktisch diszipliniert. Auch die, wenn wir da mal so einen kleinen Blick schon auf die nächste Saison werfen. Wenn Benjamin Duda da jetzt auch noch mehr Zeit dann bekommt, auch eine komplette Sommervorbereitung. Sie haben, wenn man mal so die älteren Spieler da rausnimmt, mit Jasula, mit Ben Hatira, die jetzt auch nicht mehr allzu lange spielen werden, eine sehr junge Truppe beisammen. Also die könnten auch im nächsten Jahr wieder voll angreifen. Polasch, Breitfeld gegen Meier. Stajila sagt, kümmere dich um Polasch, ich habe Breitfeld. Ja, Jima natürlich, nicht Stajila. Fällt dem BFC hier jetzt was ein? Schulz vom Tor weg als Rechtsfuß. Oh, Beck! Eieieiei. Gute Möglichkeit vom Torjäger. Der kann da Mutterseelen allein hochsteigen, Christian Beck. In Minute 58 und es gibt die nächsten Wechsel. Meier und Steinborn kommen in die Partie. Matthias Steinborn, ehemals Lok Leipzig. Polasch geht auch runter. Schulz, Brandt, Breitfeld. Bleibt tatsächlich auf dieser rechten Seite von Wiegel. Also taktisch ist das jetzt noch nicht die absolute Meisterklasse. Aber natürlich kann man das Risiko auch dosieren, weil man weiß, die Fallhöhe wäre nicht so groß. Nur ich bin wirklich gespannt zu sehen, ob der BFC bzw. wann er auch nicht nur vom taktischen her, sondern dann auch noch mal vom spielerischen her aggressiver wird. Wann sie noch mal Druck ausüben. Schöner Ball auf Ben Hatira. Meier ist da dran. Und neben Polasch hat
Max-Peter Klump. Die Nummer 19 des BFC noch den Platz verlassen. Also auch da ist jetzt nicht unbedingt zu erkennen, dass man offensiver wechselt. Aber die Fans des BFC, die peitschen ihre Mannschaft nach vorne. Gärtner. Unter anderem für 1860 Erzgebirge Aue oder auch Darmstadt 98 aktiv gewesen. Bei Schalke nicht über die Regionalliga-Mannschaft hinausgekommen. Schulz, der neue Mann Meier, Yajima dazwischen. Ja, da gibt es noch mal ein paar Nicklichkeiten da am linken Bildschirmrand zwischen Schulz und Jasula. Jetzt haben sie sich beide lieb, Spiel läuft weiter. Benatira. Breitfeld geht da nicht wirklich ran, aber Chris Rea löst das dann. Enis Benhatira. Auch dreimal in der Europa League aktiv gewesen. Kühn. Beck versucht jetzt mal anzulaufen, aber auch da sieht man, Beck ist in diesem Fall der Spieler, der versucht zu pressen, Druck auszuüben, aber der Rest der Mannschaft macht eben nicht mit. Und somit kann Kühn dann relativ entspannt ein paar spielen, aber hier sind sie jetzt mal gut in der Aktion. Schulz, Meier und Lemmel kriegt die Gräten dazwischen. Christian Benbenek. Ich kann Ihnen sagen, man hat ihm die Nervosität vor dem Spiel angesehen und auch angemerkt. Da war hier noch kein Zuschauer da. Da war der Puls trotzdem schon sehr weit oben. Schulz. Rea. Oh. Und wer war es dann? Da hält sich einer das Knie beim BRK. Das ist die 17. Ben Meier, der da erstens gerettet hat und jetzt liegen bleibt. Das ist immer auch ein kleiner Schreckmoment, wenn er sich genau an dieser Stelle dann auch anfasst und liegen bleibt. Schauen wir nochmal drauf. Rea. Und dann ist das sehr wichtig, dass er da ist. Nee, ist nicht das Knie. Greift sich da den hinteren Teil des Oberschenkels. Steinborn. Auch Steinborn einer, der, wenn man sich mal so diese Mannschaft auch anschaut, vom BFC, keine Mannschaft, die jetzt 5, 6, 7 Jahre in der dritten Liga zusammenspielen würde oder allgemein 5, 6 Jahre. Mit Beck einen, 34, auch Steinborn, weit über die 30 hinaus. Dann hast du in der Abwehr mit Blum einen, der auch 33 ist. Härtner 31 geworden. Also auch da muss ich dann natürlich personell was tun. Aber daran werden sie natürlich jetzt hier erstmal nicht denken.
die Männer aus dem Sportforum. Partie wird jetzt auch intensiver, hitziger von den Emotionen. Schulz, Fontaine und Yajima gewinnt das Kopfballduell. Aktion trotzdem noch heiß. Der BFC bleibt drin. Härtner, Breitfeld, bester Vorlagengeber. Und Batscha. Ah, der BAK wäre gut beraten, sich nicht hinten reindrücken zu lassen. Breitfeld. Oh, und dann segelt der nach der Kopfballverlängerung da durch den Strafraum. Ben Hatira kommt da nicht ran und jetzt steht er im Abseits. Aber Seinulau nicht. Stagila aufmerksam. Brandt. Beide Mannschaften sind sich in der Regionalliga Nordost bislang 13 Mal begegnet. Der direkte Vergleich spricht für den BAK. 7 Siege, 2 Remis, 4 Niederlagen. Beck mit der Verlängerung, aber Bulicki kommt da nicht mehr dran. Und sollten die Herren in Weiß, mit Ausnahme natürlich von Pascal Kühn, dem Torwart, diese Partie hier für sich entscheiden, dann wäre es der erste Sieg nach 4 Pflichtspielniederlagen in Folge. Dreimal in der Liga war zuletzt der BFC erfolgreich, wenn es hieß, BRK gegen die Weinrot-Weißen. Und dann noch dieses Duell im Finale des Landespokals Berlin. Härtner, Meier, kein guter Kontakt und direkter Pass zurück. Blum hat jetzt auch die Kapitänsbinde von Pollasch übernommen. Batscha, Yajima, Müller ist da im Weg. Betont da natürlich auch nochmal, dass er sich nicht in Luft auflösen kann. Und der BRK wird seinerseits den ersten Wechsel gleich vornehmen. Jasula, Zeynulau, Brandt hat die Hände dran, lässt aber wieder los. Ben Hatira, schöner Direktpass, Azad, Fahne oben. Auch da die richtige Entscheidung, konnte man von unserer Position aus hier oben gut sehen, ist den Schritt zu früh gestartet. Und jetzt ist Zeit zum Wechseln beim Berliner Athletikclub. Michel Ulrich, der von Hansa Rostock ausgeliehen ist, will hier beim BRK natürlich auch mehr Spielpraxis erhalten als bei den Rostockern. Und Azad geht unauffällig geblieben in Minute 69. Und Michel Ulrich, neu im Spiel. Oh,
BFC Dynamo ist schon ein verdammt interessanter Verein, natürlich. Von 79 bis 1988 10 Meistertitel, einer der erfolgreichsten Clubs der DDR und Rekordmeister der DDR-Oberliga. Bis heute aber mal abseits der eigenen Anhängerschaft. Brandt kann ja nicht verstehen, dass es dafür einen Freistoß gibt für die Weißen. Also außerhalb der eigenen Anhängerschaft hat der BFC Dynamo bis heute kein so gutes Image, weil die Weinrot-Weißen, damals der Lieblingsclub des ehemaligen Stasi-Chefs Mielke, waren. Und man da auch bis heute sagt, ja, also so in diesem Zeitrahmen auch von gerade in den 80er Jahren, da war nicht jede Schiedsrichterentscheidung immer gerechtfertigt, die der BFC bekommen hat. Und dieses Image des Stasi-Clubs, das haftet ihnen bis heute an. Wenn man das aber mal wirklich alles ausblendet, in den letzten Jahren wirklich hervorragende Arbeit geleistet, sich kontinuierlich auch in der Tabelle der Regionalliga Nordost wieder nach oben gearbeitet, dann auch gute Einkäufe getätigt, natürlich auch ein Stück weit All-In gegangen, mit dann Verpflichtungen wie Härtner zum Beispiel oder auch Christian Beck, zu wissen, das muss jetzt klappen mit dem Aufstieg, denn allzu lange werden die bei uns wahrscheinlich nicht mehr dann spielen. Breitfeld, Zeynulao, Meier und Yajima. Und jetzt gibt's die gelbe Karte für Rea. Der will das nicht wahrhaben. Es wird hier langsam auch etwas giftiger. Chris Rea. Gucken wir gleich nochmal jetzt drauf. Ulrich sieht das natürlich nicht und dann kriegt er da voll einen ab. Das tut weh. Das tut richtig weh. Der Schiedsrichter macht sich natürlich in diesem Moment sehr beliebt bei den Fans des BFC Dynamo. Aber alles in allem muss man sagen, gefällt mir die Linie, die Henry Müller hier hat, auch gut. Auch in diesen wichtigen Situationen vor dem 1:0 von Christian Beck. Sehr gut gesehen mit seinem Team an der Linie, dass Brandt da zuerst am Ball war und dieser Treffer somit auch regulär war. Breitfeld. Steinborn kriegt da den kleinen Schubser von Batscha. Und dann will er den Freistoß haben. Steinborn beschwert sich dann nochmal an der Linie, aber der Assistent stand auch gut. Dem BFC läuft so ein wenig die Zeit davon. Etwas mehr als eine Viertelstunde noch. Nachspielzeit wird es wahrscheinlich so 3 Minuten geben. Also 20 haben sie noch auf der Uhr. Ben Hatira. Fontaine. Einfacher Pass, der aber sehr viel auch wieder öffnet. Ben Hatira. Zeynulao. Und der rutscht ab. Und somit dann keine Gefahr mehr für das Tor von Stajila. So, jetzt schauen wir noch mal drauf. Also da macht Steinborn auch, da macht er zu viel dann draus. Weil es ist nicht immer nur dann der Kontakt von zwei Körperteilen, sondern auch, was machen die Spieler daraus? Und er wollte das dann zu theatralisch auch haben, diesen Freistoß. Deswegen ist das schon die
richtige Entscheidung, dann da einfach laufen zu lassen. Was fällt der besten Heimmannschaft der Regionalliga Nordost noch ein? Sie sprühen jetzt nicht gerade vor Ideen. Steinborn stand im Abseits. Matthias Steinborn. Insgesamt jetzt zum dritten Mal beim BFC. Auch zwischendurch mal Intermezzo gehabt, wie schon erwähnt, bei Lok Leipzig. Die heute übrigens auch ein sehr interessantes Spiel haben gegen Chemie Leipzig im Alfred-Kunze-Sportpark. Partie wurde auch 15:30 angepfiffen, also da wird es auch. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie steht, aber sehr intensiv zur Sache gehen. Yajima wird dann nochmal ermahnt. Der eingewechselte Meier. Rintaro Yajima kam im Sommer 2019 vom ZFC Meuselwitz. Macht heute sein 121. Spiel in der Regionalliga Nordost. Und da haben wir Theodor Bergmann, dessen Vertrag aufgelöst wurde bei Carl Zeiss Jena. Und da hat dann der BFC zugeschnappt. Nochmal in der Winterpause. Bolicki fällt. Aufregung ist wieder da. Aber von hier oben sah das nicht elfmeterwürdig aus. Jasula mit all seiner Erfahrung. Fontaine. Fontaine, Ulrich. 1 gegen 1, Laufduell, den kriegt dann noch. Ja. Sie sagen, der Ball hat die Torauslinie nicht überschritten. Ich hätte auf den ersten Blick gedacht, der Ball wäre im Tor aus. Härtner. Bolicki. Härtner, kein guter erster Kontakt. Und das macht Ben Benek auch sauer, diese technischen Fehler. Christian Ben Benek, gebürtig aus Soltau. So, Zeynulau. Der geht, so wie das aussieht, auch auf der Felge. Da ist jetzt nicht mehr so viel Power dahinter gewesen, gerade bei diesem Versuch zu sprinten. Herzner, Steinborn kommt nicht dran, weil zu lang. Und jetzt wird es den Wechsel geben. 79. Spielminute. Philipp Schulz. In seinem 116. Regionalliga Nordost-Spiel nicht viel auf die grüne Wiese gebracht. Theodor Bergmann kommt für die letzten regulär laufenden 11 Minuten. Theodor Bergmann, um das noch zu Ende zu bringen, bei Jena, Vertrag damals aufgelöst, weil es da in seinem Impfzertifikat Unregelmäßigkeiten gab. Und als er dann zu haben war auf dem Markt, da hat der BFC Dynamo zugeschlagen. Ein feiner Fußballer in der dritten Liga, unter anderem schon für Kaiserslautern gespielt. Muss man so ehrlich sagen, Bergmann sehr
gute Anlagen, qualitativ guter Fußballer. Vielleicht, was die Qualitäten angeht, zu gut für die Regionalliga Nordost. Aber für Jena in der Hinrunde nur eine Vorlage. Das ist gemessen an seinen Qualitäten einfach zu wenig. Beim BFC sind es in der Rückrunde immerhin drei gewesen. Stand jetzt. Steinborn. Nicht gut. Brand versucht es dann nochmal. Aber es fällt ihnen einfach nichts ein. Nichts, was den BRK vor irgendwelche großen Probleme stellen könnte. Zu harmlos. Und dann scheint es tatsächlich so, dass die Meisterfeier wirklich auf den letzten Spieltag vertagt wird. Das ist wirklich so verrückt. Diese Mannschaft, gerade nach dem Sieg in Chemnitz, nach diesem auch Statement im Stadion an der Gellertstraße, dachte jeder, jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Und 3 Millimeter vor der Ziellinie wird es so richtig schwierig. Ben Hatera hat natürlich auch den Körper, um sich zu behaupten. Macht er gut. Auch in Minute 82. Trotz 33 Jahren noch fit. Boliki, Jasula ist sofort da. Joel Richter hilft dann auch. Also das gefällt mir wirklich gut beim BRK. Dass der BFC überhaupt keine Zeit bekommt. Sie sind da immer mit 1, 2, teilweise sogar 3 Leuten da. So, Abubakar Kagbo ersetzt Enes Ben Hatera. In Minute 82 natürlich. Ben Hatera viel gemacht. Und jetzt für die letzten Minuten nochmal dieser kräftige Stürmer Abubakar Kagbo. Beck geht da zu Fall und bekommt den Freistoß. Okay. Okay. Lemmel da nochmal im 1:1 Gespräch. Christian Beck endlich auch mal wieder gegen den großen Verein getroffen. Das lässt sich so ein bisschen bei ihm herauslesen. 22 Saisontore, gleich auf Platz 1 mit Fabian Eisele. Aber so gegen die ganz großen Mannschaften in der Liga hat er sich oft schwer getan, Tore zu erzielen. Häufig gegen die kleinen Teams zugeschlagen. Nochmal eine gute Möglichkeit. Wir sind so rund 25 Meter. Brand steht da. Niklas Brandt. Schlecht. Keine Höhe gehabt. Sehr einfach zu verteidigen für die Mauer. Kagbo. Nein, die Idee war gut, da Zeynulao in Szene zu setzen. Aber da hat die Richtung dann nicht gestimmt. Das war zu weit rechts. Da hätte der Ball deutlich einen deutlich tieferen Winkel auch haben müssen auf die linke Seite. Christian Beck liegt da wieder. Blum. Härtner. BFC macht so langsam auf. Und sollten sie hier in dieser Schlussphase tatsächlich noch den Ausgleich machen, dann werden hier alle Dämme brechen. Brand. Kühn. Diesmal sicher in der Strafraumbeherrschung.
Bergmann. Nochmal Einwurf, Steinborn. Der kann weite Dinger werfen. Zenulau versucht da jetzt natürlich Kakbo in Szene zu bringen. Aber abseits. Abubakar Kakbo. Buliki. Es wäre mal wieder an der Zeit aus Sicht des BFC, dass der Mann für die späten Tore nochmal zuschlägt. Steinborn. Kriegt er da genug Anlauf auch hin, weil da die Werbebande steht. Versucht sich deshalb abzustützen. Ja. Genau deshalb, da fehlt der Anlauf, trotzdem noch weites Ding, Beck, Ulrich, einfach raus. Spiel nimmt jetzt genau wieder diese Phasen an, wie man sie so häufig gesehen hat im Fußball. Der BRK führt, der BFC muss, möchte und man lässt sich dann hinten reindrängen. Ohne selber zu versuchen, nochmal zu spielen. Das kann nach hinten losgehen. Casula mit all seiner Erfahrung. Und jetzt sieht man auch, die Abstände sind verdammt groß zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen beim BFC. Zenulau setzt er hier den K.O. Nein, Härtner. Aber auch der BRK hat jetzt große Lücken. Jeder Schritt tut weh. Zenulau. Der hat keine Intention, den Ball wirklich in die Mitte zu bringen. Stagila. Bergmann. Breitfeld. Joey Breitfeld hat die Geschwindigkeit. Vorbei an Meier. Brandt. Die müsste Foul geben. Ja, ja. Natürlich, da kann ich die BFC-Fans verstehen, dass sie da empört sind. Aber, und Henry Müller erklärt das auch nochmal. Niklas Brandt, der die gelbe Karte sieht. Das war ein Foul. Christian Benbenek. Er kann ganz lieb sein, er ist aber auch teilweise ein echter Knurrer. Und das kann ihm nicht gefallen, was seine Mannschaft hier heute angeboten hat. Das war über weite Strecken zu harmlos. Wenig Ideen, natürlich in der ersten Halbzeit dann nochmal die Möglichkeit von Beck. Aber insgesamt geht dieser Sieg, oder sollte es bei diesem 2:1 bleiben, geht das auch in Ordnung für den BRK und die Truppe von Benjamin Duda, der seine Bilanz somit auch ein wenig erstmal aufbessert bei den Berlinern. Quabe Schulz steht da und Philipp Lisnic. So, Schulz. Kommt für. Wer kommt für Meier? Und Zenulau verlässt auch das Feld und macht Platz für Philipp Lisnic.
Wie viel gibt es obendrauf? Es muss jetzt schnell gehen beim BFC. Breitfeld. Sie haben die individuelle Klasse. Aber die Frage ist, ob sie es jetzt haben. Ob sie jetzt noch mal einen magischen Moment produzieren können. Bergmann. Verteidigen das jetzt hinten mit einer Fünferkette davor. Drei mit Lisnic, Yajima und Fontaine. Kagbo und Ulrich, die kantigen Stürmer, sollen jetzt mit dem Rücken zum gegnerischen Tor die Bälle festmachen. Oder wenn dann wie hier Konter einleiten. Ulrich, nein, das ist nicht gut zu Ende gespielt. Da lässt der BRK nochmal eine fette Möglichkeit aus. Offizielle Spielzeit vorbei. Kagbo schiebt da seinen wuchtigen Körper da rein. Jasula, Erfahrung. Ulrich. Ein langer Ball. Beck, den suchen sie jetzt natürlich. Aber Baca und Jasula sind auch nicht gerade die Kleinsten. Und sie hatten sich alle jetzt hier auf ein Fest gefreut. Sie werden Meister werden. Das kann man bei dem Torverhältnis sagen, selbst wenn das letzte Spiel auch noch verloren gehen sollte und man dann punktgleich wäre. 79 zu 79 Zähler. Hast du die Nachspielzeit? Und das scheint jetzt auch hier tatsächlich dem Ende zuzugehen. Dem BFC fällt einfach nichts mehr ein. Somit der zweite Matchball auch ungenutzt. Und rechnerisch somit noch möglich. Man hat im Fußball schon die verrücktesten Dinge gesehen. Aber jetzt mal ehrlich, glauben Sie daran? Man braucht dafür schon sehr viel Fantasie. Jena müsste nächste Woche ein richtiges Schützenfest feiern und der BFC müsste die Hütte voll bekommen. Dass beides eintrifft, das ist nicht so sonderlich realistisch, aber trotzdem wollte man es jetzt hier natürlich vor dem eigenen Anhang, im eigenen Stadion zumachen. Und dass sowas dann nicht klappt, wird die Trainingswoche nicht sonderlich fröhlich gestalten. Steinborn legt nochmal den Ball hin. Das könnte jetzt die letzte Aktion sein, wenn Kühn den Ball in die Luft schlägt, wird die Pfeife. Nein, sie ertönt noch nicht. Yajima, einfach noch mal raus. Rea, es muss jetzt schnell gehen aus Sicht des BFC. Der BRK macht das aber auch gut, unaufgeregt, taktisch diszipliniert. Heute waren sie die bessere Mannschaft. Und jetzt nochmal die Möglichkeit. Kagbo kann hier den Sargnagel reinhauen. Aboubakar, Kagbo, nicht gut zu Ende gespielt. Nicht gut ausgespielt. Riesenmöglichkeit. Vergeben. Und Rea macht sich nochmal auf. Rea,
Bulicki! Nein. Es soll einfach nicht mehr sein. Es gibt nochmal aufmunternden Beifall für Christian oder für das Team von Christian Benbenek, vom Coach höchstpersönlich. So, was macht Henry Müller, der Unparteiische? Pfeife noch nicht am Mund. Er hat hier noch nicht genug. Rea. Ganz aufgeheizte Stimmung hier. Immer noch nicht vorbei. Beck. Bulicki. Nein, er drückt ihn da runter. Er drückt ihn runter. Bulicki wollte da mit aller Macht vorbei. Schiedsrichter beendet jetzt die Partie. Das war's. Relativ unspektakulär. Die Meisterfeier ist vertagt auf den letzten Spieltag. Der BFC Dynamo verpasst es, vorzeitig die Entscheidung herbeizuführen. Der BRK gewinnt mit 2:1 hier im Sportforum. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie eingeschaltet haben. Sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ciao. Das Topspiel der Regionalliga Nordost BFC Dynamo gegen den Berliner AK wurde Ihnen präsentiert von der Hofbauer Stiftung. Evangelische Bildung für eine wertvolle Zukunft. Der Partycrasher kommt aus dem Berliner Ortsteil Moabit im Bezirk Mitte. Carl Zeiss Jena gewinnt das erste Spiel an diesem Nachmittag. 13 Uhr hatten die Thüringer gespielt mit 2:1 gegen TB Berlin. Und somit war es in der Hand des BFC. Es ging auch gut los mit dem Führungstor in Minute 16 von Christian Beck, sein 22. Saisontreffer. Damit zog er wieder gleich in der Torschützenliste mit Fabian Eisele. Aber dann, als hätte man so ein bisschen den Stecker gezogen, defensiv überhaupt nicht gut verteidigt. Minute 24, der Ausgleich von Philipp Fontaine und dann das Eigentor vom Außenverteidiger Härtner 2 Minuten später. Und somit ist der BFC Dynamo rechnerisch noch nicht Meister. Und Sie hier haben die Party gecrashed. Die Männer in Weiß und Benjamin Duda, seine Taktik mit der Dreierkette, die ist aufgegangen. Oh, das ist für den Kopf. Für den Kopf ist das brutal beim BFC. Denn jetzt gehst du, egal was am letzten Spieltag passiert, einfach auch mit einem Gefühl in die Relegation, dass du nicht mehr deine beste Leistung gebracht hast. Und man merkt es hier auch, sie sind unzufrieden, sie suchen nach Antworten, sie suchen nach Lösungen. Aber sie hatten zumindest heute in diesem Spiel keine gehabt.
Christian Benbenek. Ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt dieses Lachen interpretieren soll. Oder auch um welche Situation es dann geht. Sowas kann wirklich ganz gefährlich werden. Du spielst eine herausragende Saison. Und gegen Ende läuft es dann nicht mehr so. Und so ist das dann eben auch mit dem menschlichen Gehirn. Dir bleibt eben das Letzte, was du erlebt hast, in Erinnerung. Und das sind dann eben keine so guten Gefühle. Diese Saison kann noch so herausragend gewesen sein. Wenn du gegen Ende einfach das Ding nicht mit beiden Händen zupackst, sondern eher so im Straucheln über die Linie gehst, dann gehst du auch mit nicht sonderlich viel Selbstvertrauen in diese Relegationsspiele. Noch sind sie rechnerisch nicht durch. Und wir hören jetzt mal unten bei Toni Mielke am Mikrofon, was der BFC in Form von Niklas Brandt zu sagen hat. Niklas Brandt ist an meiner Seite. 1-2 gegen den BHK. Warum ist es so schwer, diesen letzten Schritt zu gehen? Heute ganz einfach zu erklären. Wir haben zweimal alles andere als männlich verteidigt und kriegen zwei so eine Gurkentore. Haben wir sonst an sich mit dem Ball ein ordentliches Spiel gemacht. Ja, schwierig zu sagen. Mit Effekt waren heute nicht alle auf dem Platz, so wie man es sonst kennt. Dann machen es jetzt mehr Linie klar. In der zweiten Halbzeit kam dann auch nicht mehr so der große Ruck, nicht mehr so die großen Chancen. Sind dann auch die Beine irgendwann schwer jetzt in der Phase? Ja, sicherlich. Also muss recht geben, in der zweiten Halbzeit hatten wir jetzt keinen Riesen, wo man gesagt hat, okay, da stupfen wir nochmal dran, ein, zwei Standards vielleicht, wenn er mit ein bisschen Spielglück durchrutscht, auf den zweiten irgendwie reinkommen. Aber ja, die Wucht hat zweite halt ein bisschen gefehlt. Man darf auch nicht vergessen, dass BHK trotzdem eine gute Truppe ist. Und es ist alles hier nicht im Vorbeigehen passiert, ist ja klar. Was muss jetzt passieren, dass man es nächste Woche rund macht? Oder ist man noch so cool, dass man sagt, Tore, da wird nichts anbrennen? Ja, das heißt so cool. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, so auch heute. Und wollen auf jeden Fall nächste Woche mit einem Dreier in den Sack zumachen. Na klar, also wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ob die Tore, jetzt, klar, es ist ein komfortabler Vorsprung, aber darauf wollen und können wir uns nicht verlassen. Deshalb haben wir alles in eigener Hand und wollen auch die Saison mit einem Sieg beenden. Danke, Niklas. Also Niklas Brandt soweit. Wir können gleich den fliegenden Wechsel machen zu Christian Beck. Christian, komm hier so ein bisschen rüber. Ich habe es gerade Niklas gefragt, warum ist es vielleicht so schwer, diesen letzten Schritt zu gehen? Ja, wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen. Machen ein schönes Tor durch Niki, weil Niki nachgesetzt hat. Und kriegen dann zwei katastrophale Tore, Bumstore. Und ja, das ist halt vielleicht in den Köpfen drin ein bisschen, dass, wie ich das letzte Woche schon gesagt habe, das Ding über die Ziellinie zu bringen. Aber die Ausgangssituation ist ja eigentlich jetzt noch besser als letzte Woche. Es sind 13 Tore, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, jetzt müssen wir es halt nächste Woche fertig machen. Ist es dieses Tore-Polster, was einen dann eigentlich noch recht ruhig bleiben lässt am Ende? Ja, trotzdem ist es sehr, sehr ärgerlich. Also wir haben uns viel vorgenommen heute. Hatten die Woche ganz, ganz schlimme Probleme, waren mit 9 Mann nur beim Training, also ging viel die Erkältung rum. Ja, hat man dann heute, glaube ich, auch ein bisschen gesehen, dass das hinten raus ein bisschen die Kraft auch gefehlt hat. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt nächste Woche das Ding festmachen und dann ist das Ding auch gut. Dann haben wir trotzdem eine sensationelle Saison gespielt. Ich meine, das tut wahrscheinlich am meisten weh, dass man dann das zu Hause hier nicht feiern kann, ne? Wenn so viele Leute kommen und eigentlich ja nur feiern wollen. Ja, auf jeden Fall. Das ist... Ist schade, dass wir es wieder nicht geschafft haben heute. Ja, es tut mir auch leid für die Fans, die wieder so zahlreich hier gekommen sind. Aber wie gesagt, wir haben eine geile Saison gespielt und wir werden uns dann nächste Woche belohnen. Das ist ein Wort. Christian Beck, vielen Dank. Alles klar. So, soweit die Stimmen vom BFC Dynamo, der es wieder verpasst hat heute, den Sack hier richtig zuzumachen. Man hat dieses Torepolster immer noch. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass da noch was anbrennt. Aber dieser ganze Umfang hier, der ganze Rahmen, der heute natürlich gegeben war, eigentlich war ein Platzsturm geplant. Eigentlich die Pokalübergabe da drüben, da wo die Mannschaft jetzt steht, sollte alles aufgebaut sein. Da sollte der Pokal übergeben werden. Das ist nicht der Fall. Und so wird das Ganze wahrscheinlich verlagert aufs Amateurstadion dann bei Altlinike nächste Woche. Das war es von hier. Soweit die Eindrücke. Der BHK ist der Partycrasher, gewinnt 2-1 beim BFC Dynamo, die Meisterfeier
nochmal vertagt, haben sie noch ein schönes Wochenende. Morgen geht es dann vor allem mit dem Abstiegskampf weiter. Alle Highlights bei Ostsport TV. Wie gewohnt, schönes Wochenende. Bis bald.